Kamera. Oh. So Leute, was geht? Wir packen hier gerade die letzten Sachen für die Tour. Hier ist das Gimbal. Die Drohne ist auch mit dabei. Es ist jetzt 0.46 Uhr und wir stehen in 5 Stunden auf. So, wir werfen jetzt nochmal einen Blick in das Zimmer von, von demjenigen, der uns morgen nach Hannover bringen wird. Die ersten. Bist du bereit in 5 Stunden, Bro? Warum hast du das in deinem Mund? Du hast mir vor einer Stunde gesagt, du hast zu schlafen gehen wolltest. Sag nichts. Na ja, eine gute Nacht. Na dann, let's go. Oh, es ist früh, ey. Hey, moin! Du hast dich erschreckt? Bisschen. Hast du gut gepennt? Machen wir Brote, Bro? Das ist eigentlich im Auto. Mann! Hey! Der hier. Mal zu! Mal wieder zu. Und zwei. Ein Stock im Rücken, oder was? So, wir fahren jetzt nach Hannover. Wir hätten schon von einer halben Stunde vor losfahren sollen, um 6. Jetzt 6.30 Uhr. Moment, da ruft jemand an. Hast du ein AUX-Kabel mitgenommen? Yeah, boy. Let's go. Komm mal ein bisschen. Das Auto hat einfach kein Tempomat. Du musst halt immer die Hufe drauf lassen, ne? Immer den Stahlfuß. Den Stahlfuß. Eisen. Eisen. Falls ihr euch fragt, warum ich eigentlich über der ganzen Fahrt nicht fahre, ich habe meinen Führerschein aktuell nicht. Das heißt sozusagen, ich habe hier einen Fahrer hier, weil ich ja die ganze Zeit fahren muss. Moin. Warschmin, wo klebst du? Warte mal. Wir stehen hier im Startloch. Kommen auf dem Land. Wir werden das kleinste Begleitfahrzeug haben. Wirklich? Ey, das ist ein geiles Auto. Danke, Weirdie. Ich verstehe ihn voll. Ich finde, das ist. Ich hoffe, ich bin das Einzige. Ihr werdet am Ende im Auto werdet ihr einen 60-Minuten-Timer und zwei 30-Minuten-Timer laufen haben. Alle 30 ein Gel. Das ist Gel, entweder Koffein oder kein Koffein, aber in jedem Fall ein Haufen Zucker. Alle 60 Minuten ein Frisobin. Frisobin ist eigentlich reserviert für Leute, die im Koma liegen. Also in dieser Pulle hast du 400 Kalorien, so in 3 Schluck. So, an dieser Stelle schon mal einen herzlichsten Dank an die Berliner Divas und Devils, die uns mit diesem Raummonster hier sponsoren. So, ich habe mich genau 20 Minuten mit der Routenplanung beschäftigt. Und wenn alles läuft, dann bin ich ungefähr 500 Kilometer hier drauf und 99 Kilometer auf einem klassischen Rennrad. Auf so einem Rad hier ist es viel besser steil bergauf oder steil bergab fahren lässt und auf einem Zeitfahrrad sich Kurven schlecht fahren lassen, aber man dafür viel schneller ist. Wenn wir wissen, Radwechsel ist, dann fahrt ihr vor 500 Meter und wenn ich ankomme, steht mein Rad schon da. Ich spring ab, spring drauf und fahr weiter. Also schneller als Formel 1 Pitstop. Wir sind Team Clueless and Ambitious. Ich bin der Ambitious Teil und meine drei Crew, Kameramann, Christopher, der noch in der Küche ist und mein Bruder aus der Schweiz, sind Team Clueless. Keiner versteht was von Radsport, keiner versteht was von Ultraradsport, keiner kann mir helfen, wenn ich eine mechanische Panne habe. Und trotzdem gehen wir als Team an das 600 Kilometer Rennen einmal rund um Niederösterreich. Mit Ambitious Ambition, würde ich mal sagen. Was heißt das konkret? Ich will keine Zeit eigentlich nennen, aber wenn alles richtig gut läuft, richtig, richtig gut läuft, dann dürften wir knapp unter 20 Stunden am Ende sein. Ist das eine gute Zeit? Ja. Was ist die Rekordzeit? Knapp unter 17 Stunden. Grüße an Straps. Aber den wollen wir doch schlagen, oder nicht? Der ist nicht zu schlagen. Christoph Strasser, lebende Legende. Solange der Typ sich weiter entscheidet, Rad zu fahren, wird er nicht zu schlagen sein. Okay. Wie lange hast du dich denn jetzt eigentlich vorbereitet auf dieses Rennen? Mit dem Rennen werde ich für dieses Jahr 10.000 Jahreskilometer voll machen.
eigentlich dreht sich alles, was wir tun, rund um das Fahrradfahren. Weißt du, wie wir hier weiterkommen? Wenn wir ins Rennen gehen, sind 61 schon am Start. Das Dumme ist halt, der Erste, der ist schon 3 Stunden im Rennen, wenn wir überhaupt losfahren. Aber der Stunden. Macht halt auch mehr Kaffeepausen. Und der hat auch nicht so ein geiles Team. Unser Zug bleibt nicht stehen. Und sein Fahrrad ist nicht pink. Du wirst es super machen. Denk dran, nicht so viel bremsen. Kann ich ganz schnell losfahren? Vatertag auf der Autobahn. Seid hier im Auto. Mit uns. Ich bin Philipp, 28 Jahre alt. Wir sind gerade auf dem Weg nach Österreich zu einem voll bekloppten Event, wo wir zusammen 600 Kilometer absolvieren wollen, so schnell wie es geht. Das ist das Race Around Niederösterreich. Es geht von Weitra bis Weitra, Start und Ziel. Einmal rund um das Bundesland Niederösterreich, also im Prinzip ein großer Kreis um Wien herum. Morgen um 19.02 Uhr starten wir als Startnummer 62 von, ich glaube, 85 Solo-Startern ins Rennen. Erzähl mal, wie du zum Fahrradsport gekommen bist und seit wann du das machst. Noch in Portugal, wo wir aufgewachsen sind, da haben wir uns irgendwann mal Downhill-Räder gekauft, richtige Billo-Teile, und haben damals noch über Rennradfahrer in Lycra-Klamotten uns totgelacht, und wegen was das für eine Opferwelt, wie die hier in hautengen Klamotten da ihre Kilometer machen. Heute bin ich selber einer von denen. Intensiver Fahrrad gefahren habe ich dann angefangen in Amsterdam, in den letzten 3-4 Semestern oder so neben dem Studium, wo ich als Fahrradkurier durch die Stadt geballert bin. Da gab es auch schon die ein oder andere Tage mit so 7 bis 10 Stunden, wo man da gefahren ist. Und richtig angefangen mit Rennrad dann tatsächlich erst vor 3,5 Jahren, als ich nach Deutschland gekommen bin. Bis dahin, für die Insider, bis dahin hatte ich noch niemals keine Unterhose unter der Radhose an. Das habe ich erst in Deutschland gelernt. Was reizt dich so am Fahrradfahren? Die Freiheit. Würdest du dich jetzt schon als Ultrasportler bezeichnen? Würde mich immer noch irgendwo als Anfänger an der Startlinie sehen, auf jeden Fall. Wie sieht so dein Tagesablauf aus? Arbeit, Radfahren, Essen. Eigentlich dreht sich wirklich die gesamte Freizeit seit 2,5 Jahren um den Radsport. So, was machst du so für Distanzen immer so im Training? Das sind schon immer so zwischen 450 und 500 Kilometer die Woche. Was sind das so für Bikes? Welches Modell und was machen diese Bikes aus? Ich fahre ganz harmlose Fahrräder, keine super Hightech. Ich fahre ein Orbea Orca mit mechanischer Schaltung. Ich fahre ein Cannondale Slice Zeitfahrrad mit mechanischer Schaltung. Alles von Kleinanzeigen. Alles komplett selbst aufgebaut. Ich mache alles an den Rädern zu Hause selber. Baue die komplett in Einzelteile. Und Zeitfahrrad habe ich in meinem Leben jetzt ungefähr 190 Kilometer Erfahrung und will jetzt 500 Kilometer drauf fahren. Es muss alles stimmen. Ich darf keinen Müdigkeitsanfall haben. Mein Magen darf nicht wehtun. Es passiert immer mal, dass man mit schlechten Beinen aufwacht. Das darf überhaupt nicht passieren morgen. Und wenn dann alles optimal zusammenkommt, könnten wir die 20 Stunden knacken. Hoffentlich. Fährt man alleine los oder fahren alle gleichzeitig los? Wie ist das? Man fährt getaktet. Ab 16 Uhr gehen die ersten Starter ins Rennen. Dann starten alle im 2-Minuten-Takt. Dann gibt es 3 Startblöcke, die aufgeteilt sind, basierend auf den Zeiten, wie schnell die Athleten glauben, dass sie durchkommen. Wenn wir mehr als 22 Stunden wach sind, dann heißt es, dass wir auch nachts fahren, richtig? Ja, wir starten ja auch erst abends. Also wir starten um 19:02 Uhr und fahren im Prinzip direkt in die Nacht rein. Die ganze Nacht durch? Die ganze Nacht durch. Gibt es da so zu beachten? Sekundenschlaf vermeiden. Ich muss immer im Lichtkegel des Fahrzeugs sein. Eine groß und fett geschriebene Regel im Regelbuch. Fahrer und Support-Crew dürfen sich nicht trennen voneinander. Im Prinzip, wenn einer anhält, müssen alle anhalten. Und sonst dürft ihr mich natürlich nicht über den Haufen nageln. Was, wenn du mal auf Toilette musst? Wie machst du das? Dann haben wir einen 20 Sekunden Pitstop. Erzähl mal von der längsten Tour, die du hier gemacht hast. Meine längste Tour war von Hannover bis zum Cabo da Roca, dem westlichsten Punkt Europas in Portugal, mit 3.200 Kilometern in 12 Etappen. Richtig geiles Erlebnis. Einmal fast erfroren. Das war ein bisschen dumm. Ich musste sowieso,
um nach Portugal zu kommen, durch die Pyrenäen. Und habe mich irgendwie ein bisschen in der Zeit verkalkuliert. Bin erst nachts, also abends um 22 Uhr, in die Berge reingefahren und habe an dem Tag keine Unterkunft gefunden und habe gedacht, ich fahre dann einfach über die Pyrenäen und bin dann voll verreckt mitten in den Bergen. Habe mich pennen gelegt an eine Kirche. Irgendwo im Bergdorf bei 0 Grad, wollte eigentlich nur einen 60 Minuten Powernap machen und bin dann 7 Stunden später, mitten am Tag, wie ein Eiszapfen aufgewacht und kam gar nicht klar. Als du da aufgewacht bist, hattest du Angst? Was waren so die Emotionen, die ersten? Gar keine Emotionen. Ich wollte auf die Beine kommen, aber ich konnte mich nicht bewegen. Also ich habe angefangen, so meine Fingerspitzen zu bewegen und meine... Wiggle your big toe. Und irgendwann, keine Ahnung, wie lange es gedauert hat, konnte ich dann weiterfahren. Aber ohne Scheiß, fast erfroren. Wie wäre das für dich, wenn du in diesem Rennen jetzt eine echt, echt gute Zeit machst? Eine gute Zeit und eine respektable Position zu erreichen, ist auf jeden Fall irgendwie machbar. Aber ich bin auch noch, also für den Sport, muss man sagen, bin ich auch noch sehr jung. Wenn man sich die Besten der Besten in diesem Sport anschaut, die sind Ende 30, Anfang 40. Also da ist noch viel Zeit, um noch sehr viel besser zu werden. Wieso ist es so, dass es ab dem Alter erst richtig losgeht mit der Peak, mit der Prime? Es ist halt eine ganz andere Belastung, sodass es natürlich jetzt kein Alter, wo man irgendwie in der Tour de France noch mitfahren könnte. Obwohl manche schon, aber nicht der durchschnittliche Radprofi. Das ist einfach eine Belastung, die ist nicht extrem. Also das Level von wie hoch der Puls geht, wie viele Watt man drückt, ist eigentlich wirklich im Grundlagenbereich, also im gemütlichen Bereich. Aber das muss man dann halt extrem lange halten. Ich glaube, das ist einfach ein Sport, wo extrem viel Erfahrung am Ende dazukommt und dir hilft, sehr viel besser zu sein. Natürlich muss man fit sein, aber man muss auch einfach wissen, was da auf einen zukommt. Jedes Mal mit dieser Situation wieder klarkommen. War gar nicht so anstrengend. Warte, 1000 Kilometer gefahren. Hast den Knochen, wa? Was spürst du? Ich spür's. Und du? Einfach, ja, richtig im Kreuz. Jawohl! Moin, Bruder! Hey, Alter, gut, ey! Gute Fahrt gehabt! Rudi, was geht ab, Mann? Hast du schon aufgemacht für uns? Ja, sicher. Ich habe auch schon den Kamin angemacht. Und da? Jungs, 11 Stunden, 13 Stunden Reisezeit. Juhu! Let's go! Kommt mal raus hier, kommt mal an, raus aus der kleinen Kiste hier. Soll ich einfach hinter dich fahren? Aha, ja. Ja. Na dann. Ich so. Ist so. Immer. Ich bin gefahren, Alter. Ey, was machen wir jetzt? Schau, wir sind gerade jagen gehen. Wir gehen jagen. Wir haben hier so eine richtige Made dabei. Ey, wieso? Digga, wie hast du denn hier gesessen? Ja. Ich hab gefragt, ich konnte weiter nach hinten. Er hat gesagt, komm mal. Ja, richtig im Kreuz. Viel zu gemütlich gemacht, der Junge. Hättest du dir mal ein paar Aufgaben in diese PDF reinschreiben sollen? Da stand einfach nur Kamera. Das ist so ein bisschen so. Zu einfach. Jedes kann da mit so einer halben Gehirn. Mach ich mal links, mach ich doch mit links. Mach ich im Schlaf. Wettertechnisch sieht nicht so gut aus. Die Nacht wird kalt, für mich zumindest, und es kann auch regnen. So, jetzt gehen wir einkaufen, oder was? Also heute wird für euch vorgekocht, ne? Nudeln und Bollo. Ihr könnt jetzt zu dritt rauslöffeln und rennen. Ey, was fehlt dir noch? Vielleicht so Salami-Sticks oder? Sind hier, Bro. Guck mal. Fleisch. Oh, die Rotwurst. Ist da was für dich? Komm, zweimal Rotwurst. Oh, Rehjerky, Junge, wie läuft das Wasser mit? Das ist der Ersatz für die Salami, die du wolltest? Ich hab die geholt. Okay. Oh, es gibt sogar dieses fucking Seaweed. Yeah. Go Tiger, ja. Yeah. Ich will an die Jerky ran. Boah, Alter, das sieht schon richtig industriell aus. Das ist rohes Fleisch, ne? Das ist nicht roh. Füllkill? Nice, thank you. Aber ich mal probiert? Hundefutter. Ja, sicher, dass das nicht Hundefutter ist? Oh, das ist Hundefutter. Hab mich viel geiler vorgestellt. Und wenn Martin morgen einpennt, was machen wir dann? Bam! Das sieht gut. So geil aus, das Geld hier. Wir haben gerade eingekauft und heute gibt's noch Pizza. Ja? Sag das nicht, ey. Sag das nicht. Most unprofessional Team hier. Alles, das ist viel Besteck. Erster Abend.
Richtig geil gefahren hier. Das ja. Ja. Aber wenn ich 20 Stunden schaffe, was ehrlich gesagt glaube ich es nicht. Ne? Also da wäre ich 10 Level über mich hinausgewachsen, sollte ich es wirklich schaffen. Aber Top 10 wäre jetzt schon geil. Top 10 wäre richtig geil. Also Jungs, Top 10 ist Ziel. Top 10. Alle überrollen, alle Reifen abstellen. Top 10. Das wäre schon ein Träumchen. Richtiges Träumchen. Aber das ist einfach ein 30er-Schnitt, ne? Christopher lernt gerade, was es bedeutet, einen 30er-Schnitt zu fahren, Alter. Da bist du richtig unterwegs, ne? Aber scheiß auf die Zeit, scheiß auf die Position. Wir werden einfach morgen abliefern und dann gucken, was am Ende dabei rausgekommen ist, ne?